Guten Morgen! Es ist Montag, ich weiß, es klingt alles ein bisschen komisch, aber wir machen heute montags eine neue Serie oder eine neue Folge von Heiße Liga Backstage. Wir schauen uns an, wie funktioniert das eigentlich, wie wird diese Sendung gemacht und wie rennt das alles. Wir sind schon in Eisenstadt, ich habe begonnen um 6:30 aufzustehen. Das ist bei mir immer ein bisschen schwer, weil ich so früh nie aufstehe. Ich halte das eigentlich gar nicht aus. Aber der Chef will das so, dass wir um 8 Uhr da im Sender sind bei Schau.tv, um das eigentlich alles da jetzt abzuchecken und zu machen. Warum will er das? Ich glaube, weil seine Kinder ihn nicht schlafen lassen. Und deswegen sind wir so früh da. Weil wir sind immer früh genug fertig, sind wir alles ganz gut und alles ganz schön. Wo war ich am Wochenende? Ich war zum einen, wie Sie schon gesehen habt, beim Topspiel bei Vienna gegen Horn, wo die Vienna 2:1 gewonnen hat gegen Horn, obwohl das letzte Tor, heute 18 Uhr Schau.tv, heißeste Liga anschauen, weil ich der Meinung bin, tut mir leid, da ist abseits. Also nicht das Tor selber, sondern der Spieler steht im Abseits und macht das Tor, aber der Schiri ist nicht pfiffen. Also ist schon wieder wurscht. Ja, was haben wir noch? Ich war dann am Sonntag zuerst beim Topspiel und dann am Sonntag beim Nicht-Topspiel. Letzter gegen Vorletzter, Rapid hat die Laterne abgegeben, gewinnt 1:0 mit einem Tor. Oh, das war nicht schlecht. Das kann man so gelten lassen. Der Wiener Sportclub. Ohne dass jetzt irgendwer böse ist. Ich finde das wirklich, also ich würde es sehr, sehr schade finden. Hätte es auch letztes Jahr schon sehr, sehr schade gefunden für die Regionalliga Ost, wenn der Sportclub nicht mehr dabei gewesen wäre. Aber dieses Jahr, so wie es jetzt ausschaut, schaut es sehr, sehr, sehr kritisch aus. Sage ich ganz ehrlich, das wird sehr, sehr schwer werden. Da gibt es kein System, da gibt es keine Einheit, da gibt es keine Führung, da gibt es nichts. Da gibt es einfach nichts. Ich kann es nicht anders sagen, aber man erkennt einfach nichts. Und ich sage nicht, dass die Spieler die individuelle Klasse nicht hätten. Das haben sie, hundertprozentig. Glaube ich an jeden Einzelnen. Nur, die haben halt kein Vertrauen mehr in sich selbst, kein Vertrauen in den, der rechts oder links daneben steht. Die müssen näher zusammenrutschen, das ist so, muss man so in einer Krise machen. Die sind in einem katastrophalen Formtief. Und ich weiß nicht, ob da alle noch so wirklich Lust haben, Fußball zu spielen aktuell. Es schaut nicht danach aus, sage ich ganz ehrlich. Aber, ja, man muss sich was überlegen. Ich glaube, die Fans sind auch nicht mehr so glücklich, wobei ich sagen muss, Hut ab vor diesen Fans. Die werden immer gelobt und wird immer gesagt, ja, ich bin beim Sportclub, weil die Fans so genial sind und alles hin und her am Pipapo. Gratulation an die Leistung am Elektroplatz. Letzten Minuten noch immer gesungen, nach dem Tor in der 83. Minute, glaube ich, war es. Noch immer gesungen, noch immer die Mannschaft angefeuert, noch immer nach vorne gefeuert. Also, großartige Leistung, Hut ab. Warum sind wir eigentlich da? Genau, es ist Montag. Wir machen die Liga fertig, die heißeste Liga Österreichs auf Schau.tv, immer Montag um 18 Uhr. Deswegen sind wir auch jetzt da im Studio oder beim Sender, der ist da. Und ich zeige euch jetzt einfach mal heute, was so alles im Hintergrund passiert, bis diese Sendung eigentlich fertig ist. Wer da alle beteiligt ist, was man alles machen muss, was nebenbei alles schon organisiert wird und wer halt sonst noch alle da ist. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal rein. Frühstück habe ich auch schon da. Alles lecker. Es war so klar, dass der Zug gesperrt ist. Ich habe jetzt keine Hand frei. Fail. Da haben wir jetzt noch den Berti Unger da und der ist auch unterwegs in der heißesten Liga. Das ist unser Südburgenland-Experte. Ja. Berti, wo warst du am Wochenende? Es war gerade gegen FC Stadlau. Oh, heiße Partie, brutal heiße Partie. Wer war besser? Klassischer Stadlau-Beginn, 30 Minuten, dann rote Karte, Leidl. Danach war Stadlau immer noch besser. Aber halt ein Mann weniger. Ein Mann weniger, aber das hat man nicht gemerkt. Ich habe es durchgezählt mehrmals. Hast du geschaut, ob nur 10 hat der Trainingsstelle jetzt im Tormann? Ja, es waren 10. Mit dem Tormann-Trainer. Okay. Der Tormann-Trainer hat gespielt? Ja, stimmt, der Tormann-Trainer. Morgen! Immer mit dem Tormann-Trainer.
Was glaubst du eigentlich, wer wird da unten jetzt dann nachher mitspielen? Du bist nächste Woche bist du nachher bei Wiener Sportclub, Wiener Sportclub Oberwart. Ja, die beiden werden sicher mitspielen. Ja. Oberwart könnte, wenn sie sich endlich zusammenfinden, kennenlernen, namentlich. Erkennen sie sich das nicht, dann wissen sie es nicht, okay. Dann könnten sie vielleicht auch miteinander reden und dann Fußball spielen gemeinsam. Miteinander reden wird nicht möglich sein. Okay. Ja, aber sie sind Zeit mit dieser Zeit. Ja, das ist überhaupt nicht. Ja, das muss man so akzeptieren. Warum steht da ein Sessel? Dass die Tür offen bleibt. Und man nicht dagegen rennt. Ganz einfach, so schaut's aus. Wir gehen jetzt weiter zum Tom. Der sitzt da drin, das ist unser Schwangerschaftsbett. Tom! Ja. Ja, man. Was haben wir da, Orges? Machen wir die Musik aus, weil sonst habe ich wieder ein Problem mit YouTube, bitte. Danke. Der Tom ist unser Cutter. So schaut das da aus beim Tom. Tom, was sagst du dazu? Peace, sagt er dazu. So schaut das aus, da wird das jetzt alles geschnitten und alles gemacht. Da die Mörderwerbung mit dabei. Wo sind wir gerade? Was macht er gerade? Diese hier demnächst. Die Torparade von Admira Amatera gegen Amstetten. Das hört sich komisch an für mich. Weil Amstetten hat... Gegen die Austria gespielt. Genau. Da hat es ja was. Du musst den Chef fragen. Planungsfehler in der Regie. Da werden wir mit dem Chef reden. Da hat es ja was. Da ist es, schau, da steht, ich glaube, du wirst es nicht machen können. Ich glaube, mir hat aber ganz schön aufgespielt und am Städten auch. Der Blume. Strange. Na gut, ich muss weitermachen. Ich bringe dir dann gleich die Spiele, die ich kommentiere. Und du schneidest das schon brav weiter. Halligalli, dass wir bald wieder heimgehen können. 18 Uhr müssen wir fertig sein, spätestens, gell? Kennt sich aus. Beim Tom, auch zu bewundern, Tom ernährt sich voll gesund. Oder Tom, steh mal auf. Tom ist nämlich auch gar nicht so groß eigentlich, im Gegensatz zu mir. Der steht nirgends oben, ja? Der steht wirklich am Boden. Das ist das Orge. Aber der spielt auch Basketball, der muss so groß sein. So schaut's aus. Da ist schon die Mörderhölle los. Hallo! Da ist überall die Hölle los. Sandra! Hallo! Viel zu konzentriert. Da ist übrigens die wichtigste Frau. Für vor allen Dingen. So spricht man nicht. Im Fernsehen. Da ist übrigens die wichtigste Frau. Wenn man so ausschaut wie ich, mit diesen Ringen unter den Augen, also, hör auf! Die schminkt das immer alles weg. Das ist die Anna. Hallo Anna! Anna, dein Bruder hat ein Tor geschossen, hä? Woher war's? Ich weiß alles. 3-1 haben die gespielt, oder? Ja. Und der hat das 3-1 geschossen? Wie willst du da? Hat er das 3-1 geschossen? Ja. Annas Bruder spielt aber auch Fußball. Welche Liga ist das? Erste Liga, erste Klasse, keine Ahnung. Anna ist nebenbei auch noch Expertin in Sachen Fußball. In der Bundesliga. Nur in der ersten Liga, aber nicht irgendwo anders. Verstehe. Ich brauche dann noch einen Friseurtermin heute Abend, Nachmittag. Sendepause. Was? Also da, meinst du, oder was? So, wir sind jetzt im Aufnahmekammerl. So schaut das da bei uns aus und da starten wir jetzt dann einfach gleich mal die Aufnahme. Ui, Nase juckt. Und da ist ganz schön heiß da drinnen. Kann man auch ruhig mal erwähnen, glaube ich. Schwächert gegen Solena. Eine Partie, die es in sich haben könnte. Mal schauen, wir starten gleich mal hinein. Wieder ist es Kracher mit dem Pass. Diesmal auf den Stürmer Salam und er zieht einfach mal ab. Was für ein Tor! Was für ein Tor von Karim Salam. Aus rund 17, 18, 19 Metern knallt er das Ding unter die Latte, unhaltbar. Ganz schön heiß da drinnen. Ich kann es nur oft genug sagen, es ist richtig heiß da drinnen. Aber das haben eben solche Speicherkammerl an sich, das kann man nicht ändern.
Das war das Letzte, ist noch abgespeichert worden. Jetzt können wir das beenden. Alles Tour machen und dann gehen wir zum Tom, dass er das gleich alles mit dem Bild zusammenführt. Da ist der Tom. Tom, Tom, schon fertig. Beim Tom gibt es übrigens immer feine Musik, aber da muss ich da ausgehen, weil sonst hat YouTube wieder was dagegen. YouTube erkennt's? Wahrscheinlich. Au! Wahrscheinlich. So, wie man jetzt gerade sieht, da hinten sitzt der Hegi. Hegi, wink mal kurz in die Kamera. Das ist unser Regiemann. Schaut euch das an, was der da alles bedienen muss. Das ist ein bisschen ein größeres Teil. Er stellt alle Kameras jetzt ein für das Studio und die Marie steht schon im Studio drinnen. Und man sieht sie zwar noch nicht, sie ist noch ein bisschen versteckt, aber sie ist schon drinnen, es ist alles schon vorbereitet. Wir warten dann nur noch auf den Chef, dass wir da anfangen können. Hegi korrigiert wahrscheinlich jetzt noch von den Kameras. Das ist auf alle Fälle der Regieraum. Und da dahinter, hinter dieser weißen Wand, ist auch gleich das Studio. Da haben wir noch den Ton. Da ist der Ton zu Hause. Noch Tonregie mit dem Blick auf die normale Regie, dass sich die verständigen können. Logischerweise. Und jetzt schauen wir da mal kurz ins Studio noch hinein. Da ist nämlich auch noch das Studio, ist da. Die, die schon da waren mal bei mir, die kennen das. Da oben die ganzen Lichter. Da blenden wir jetzt mal kurz über die kleine Tochter von der Marie hinweg. Die muss noch nicht ins Internet, glaube ich. Nein. Marie! Ja! Jeden Montag aufzeichnen, hä? Genau, so ist es. Wir sind schon ganz im Ballfieber hier. Ja, die Kleine, die jetzt leider nicht sehen könnt, auch. Die ist ein großer Fußballfan. Nee, die kann schon Einwurf, Tor. Einwurf, genau. Und Champions League. Im zweiten Arm müssen wir noch ein bisschen üben, aber sonst geht es mit dem Einwurf schon sehr gut. Und Champions League, geht Champions auch schon. Champions League sagt sie auch schon, genau. Champions League geht auch. Das ist das, was man dann nachher von da draußen sieht. Und jetzt zeigen wir das noch aus der Sicht von dir. Genau. Marie steht dann immer da auf dem, wo ist es? Da ist eine Markierung, da sind so viele Markierungen. Das ist deine Markierung? Mhm. Die Markierung für Marie. Und so sieht ihr das. Genau, das heißt für Kurzsichtige ist das natürlich nichts. Richtig. Deswegen habe ich auch immer so ein Problem damit. Einmal da und da ist der Kontrollmonitor und da ist auch noch so ein Monitor. Da sieht man jetzt, da sind wir gerade im Bild. Genau. Da ist noch so eine Greenbox, also ein Studio für viele, viele Sachen. Da oben ein Haufen Licht, jede Menge. Ich gehe mal aus dem Studio hinaus. Wir müssen nur schauen, dass die Marlene nicht auf dem Video drauf ist. Ist noch zu klein. Vielen Dank. Wieder an. Ja, wird schon alles Neues ausgemacht. Aktuell, gell? Machst du? Ja. Aktuell Beitrag, gell? Ja. So, da ist ganz Kamera fixiert. Ja. Ja, wir sind aber heute im Sport. So. Bist du bereit? Ja. Los. Hallo und herzlich willkommen zur heißesten Liga Österreichs. Ja, die vierte Runde hat wieder einmal viele Zuschauer in die Stadt. So, das war's jetzt. Das war der Tag. Bei Heiße Liga Backstage. Was schaust du so? Bist du schon wieder am Weg? Nur am Arbeiten. Meine Damen und Herren, sobald sich die Kamera wieder bewegt, sehen Sie einen der größten Profilnarotiker dieses Senders. Du musst jetzt zum Harald rübersprechen. Unfassbar. Ja, das ist schon. Hallo Harald. Hallo. Das ist der CVD von aktuell übrigens, der Harry. Schönen Vormittag. Was heißt Vormittag? Es ist 17 Uhr, Harald. Ja, der Harry fängt immer erst so am Abend an zu arbeiten, weil dann die ganzen Nachrichten rauskommen. Ich fahre auf alle Fälle mal jetzt nach Hause, weil ich fertig bin. Meine Spiele kommentiert, die Sendung ist aufgezeichnet, mein Handy läutet. Wer ist denn das? Ja, hallo? Ja? Servus. Servus. Nein, geht, alles gut. So, jetzt noch ein Telefonat gehabt, ein wichtiges. Aber jetzt sind wir fertig. Jetzt gehen wir da hinaus. Und das war der Tag bei SchauTV Backstage. Die Leute kennengelernt. Tom ist jetzt noch am Fertigschneiden. Die Studios sind ja auch schon aufgezeichnet. Marc
Marco macht jetzt noch alles für Sport morgen fertig und teilt die Leute noch ein, die noch was arbeiten müssen. Und ja, ich fahre zu meinem nächsten Meeting, das wir jetzt haben. Da nehme ich euch aber nicht mehr mit. Das war Heiße Liga Backstage, eine Folge im Sender von Schalke. Bis zum nächsten Mal. Wochenende, hoch die Hände, dort treffen wir uns.